Wir werden langsam erwachsen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Lohmtro-Video. Vor zwei Wochen habe ich an dieser Stelle mit Dennis 18 gesprochen und ich muss sagen, ich fand es mega spannend, wie sehr wir uns verändert haben im Laufe von nur einem Jahr. Persönlich, aber auch unsere Kanäle, das, was wir erarbeiten. Bei Dennis waren es die Podcasts, die jetzt dazugekommen sind. Mehr Podcasts, weniger YouTube. Um das analoge Dreigestirn jetzt rund und komplett zu machen, habe ich mich noch mit Steffen Schüngel unterhalten und das werdet ihr jetzt gleich sehen. Auch da werdet ihr merken, hat sich einiges verändert innerhalb von nur einem Jahr. Und ich glaube, man kann schon sagen, wir werden langsam erwachsen. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Gespräch. Hallo Steffen. Moin. Moin. Schönen guten Tag. Schön, dich mal wieder auf dem Display zu haben. Ja, gebe ich mal gerne zurück. Gebe ich mal gerne zurück. Wie geht's dir? Mir geht es, so langsam wird es Frühling, da geht es mir besser. Also Winter ist hier oben an der Küste immer so ein bisschen saure Gurkenzeit. Also es macht nicht wirklich Spaß, aber wenn das Wetter besser wird, geht es auch mir besser. Hat sich aber auch immer wieder verändert, ne? Das ist schon ziemlich krass. Also gerade für uns Fotografen ist das ja so ein bisschen nerviges Wetter, ne? Mal ist total Sonne, dann will man am nächsten Tag wieder raus, dann schneit. Und das ist, glaube ich, bei dir da oben noch ein bisschen anders, ne? Ja, wobei das zum Fotografieren wäre es ja eigentlich, also ganz viele Bilder, die ich schön finde, sind bei Regen oder Schnee entstanden, so Street-Fotografie-mäßig. Aber man kriegt irgendwie den Arsch nicht hoch, wenn so kalt und dusselig draußen ist, obwohl man eigentlich tolle Bilder machen könnte. Also es liegt eher an der eigenen Bequemlichkeit als am Wetter. Ja, und man will es ja auch warm und kuschelig haben und nicht... Richtig, ne? Aber der Sommer kommt oder der Frühling kommt. Fangen wir mal mit dem Frühling an. Ne? Der kommt. Ich habe mich mit Dennis schon unterhalten. Ich habe gesagt, ich würde ganz gerne mal wieder hier das analoge Dreigestirn ein bisschen anfixen und ich bin wieder da und dachte mir, ich hau mich mal bei euch mal kurz rein und frage mal, wie es euch geht und was es so an Neuerungen gibt. Bei Dennis habe ich jetzt schon gehört, da hat sich sehr, sehr viel verändert. Bei mir hat sich ja auch gerade sehr, sehr viel verändert. Wie sieht das bei dir aus? Gibt es bei dir großartige Veränderungen? Du hast eine kleine Firma gegründet im Grunde genommen, ne? Nein, es gibt überhaupt nichts Neues. Doch, ich habe tatsächlich eine kleine Firma gegründet. Da muss ich mal eben meine ich doch. Hier oben hingreifen. Dann kann ich mich auf dieses wunderschöne, wo ist die Kamera, Logo in die Kamera halten. Ja, das Ganze nennt sich Pixel and Grain. So wie es sein soll, handelt es sich um Ideen zur Fotografie allgemein, also sowohl digital als auch analog. Ich bin jetzt schon seit einem Dreivierteljahr quer durch die Republik unterwegs und mache Workshops. Zu unterschiedlichen Themen. Jetzt akut an diesem Wochenende geht es nach Krefeld zum Thema Filmentwicklung. Da habe ich draußen einen ganzen Koffer voll Chemie stehen und wir rühren uns Entwickler selber an. Und das macht wahnsinnig Spaß. Und für die Zukunft sind da auch einige interessante Dinge geplant und ich schreibe jetzt wieder viel mehr, das ist vielleicht auch interessant, das kann man zum Glück mittlerweile auch öffentlich committen. Man kann mich also demnächst in drei Magazinen lesen. Ja. Ich schreibe also für die Tipp-Foto-Video, da greife ich das Thema analog auf, mache sozusagen da eine analoge Sparte. Da ist jetzt im März die erste Ausgabe fertig geworden. Ich weiß gar nicht genau, wann die erscheint. Kann sein, dass die noch im März rauskommt oder zum April. Also jetzt in den Tagen jedenfalls erscheint die. Dann muss ich dann noch in die Kamera halten. Ne? Fotoklassik International. Die ist bekannt. Auf Englisch. Das war eine echt interessante Herausforderung. Das erste Mal, dass ich Artikel zur Veröffentlichung auf Englisch schreiben durfte. Okay. Ist dann doch ein bisschen anders als das gewohnte Deutschschreiben. Ich glaube, viele wissen gar nicht, ne? Du kommst aus der Pressebranche.
Das ist richtig, ja. Also das habe ich ja oft genug, wenn es jemand tatsächlich nicht weiß, ich bin von Hause aus unter anderem auch Journalist, ja. Das heißt, du hast jetzt eigentlich quasi wieder Fuß gefasst. Es ist total interessant, weil bei Dennis war es ja auch so, dass sich da beruflich eine Menge verändert hat. Bei mir wird sich gerade beruflich eine Menge verändern und bei dir jetzt anscheinend auch. Und es ist cool zu sehen, dass ihr beide auf jeden Fall schon mal angekommen seid. Also man ist auf dem Weg. Ne? Also, ja, ich muss aber das dritte Heft noch erwähnen, sonst fühlen die sich nachher vernachlässigt. Ich schreibe mich auch für die dunkle Seite der Macht, nämlich für Dogma. Das ist ja ein sehr bekanntes Magazin für Bildbearbeitung. Und da machen wir richtig böse digitale Bildverwurstung. Also umso spagatmäßig aufgestellt sein. Also die wollte ich auch nicht außen vor lassen. Auch ja. Ein tolles, richtiges Magazin. Gehst du denn nebenbei noch fotografieren? Ja. Ich habe ja vor kurzem auf Facebook, da ist das, wo ich meistens Bilder zeige. Also ich habe so mit Instagram tue ich mir unheimlich schwer. Das finde ich so für mich als nicht permanenter Smartphone-User fürchterlich umständlich. Okay. Also es ist für mich ein totales, ich telefoniere mit dem Telefon. Also mehr mache ich da eigentlich nicht. Da ist Instagram die Hölle. Also okay, bei mir ist es genau umgekehrt. Ich versuche mich gerade noch mehr von Facebook zu verabschieden. Es ist einfach nicht mehr meine Plattform irgendwie, wobei Facebook ja Instagram auch ist, ne? Aber da ist Instagram dann doch eher da habe ich mein Publikum irgendwie. Und du fütterst echt noch Facebook? Wenn überhaupt. Also so alle 3 bis 4 Wochen schmeiße ich dann mal Bilder auf Facebook raus. Okay. Wenn ich Bilder hochlade, dann tue ich das auf Facebook, weil da kann ich es vom Rechner aus machen und das ist bei Instagram ja immer fürchterlich umständlich. Und dann waren das jetzt auch Sachen in Panoramaformat, also 6x17, die sahen dann auf Instagram völlig bescheuert aus. Und das war alles nicht richtig erfolgreich. Ja. Okay. Ja, cool. Das heißt, du ziehst jetzt gerade durch die Lande. Ja. Was ist da noch geplant? Also du machst Workshops, hast du ja gerade gesagt, Filmentwicklung. Genau, also in dem Workshop, also ich habe andere Workshops noch zum Thema Kamerareparatur und es wird Workshops geben zum Thema Dunkelkameraarbeit. Das entsteht so ein bisschen auch aus dem, was ich dann in der Community an Feedback kriege oder auf den Workshops an Rückmeldungen, wo besteht Interesse. Wir arbeiten zum Beispiel gerade an einer Geschichte, die wir im Frühsommer an den Start bringen wollen, wo es dann wirklich mal ein analoges Shooting über ein Wochenende, das heißt also, wir stellen die Location, die Models und im Prinzip den ganzen Workflow, sodass du als Fotograf, analoger Fotograf da hinkommen kannst, dein Bild planen kannst, das Bild umsetzen kannst und nachher von der Entwicklung bis zum fertigen Print im Prinzip alles da machen kannst. Okay. Also das ist so eine Geschichte, die wir im Augenblick angehen. Das ist also permanent im Wandel. Ich versuche also darauf zu reagieren, wofür sich die Leute interessieren. Und analoge Filmentwicklung, da scheuen viele vor zurück, das zum ersten Mal in Angriff zu nehmen. Das stimmt. Das heißt, das ist so ein zweiteiliges Ding. Da geht es also für den am ersten Tag los, im Prinzip für Anfänger, die noch nie einen Film entwickelt haben. Und am zweiten Tag landen wir dann nachher bei so exotischen Sachen wie Zweibad-Entwickler und Pyro 510. Und, oh Gott, kannst du dich auch mal daran teilnehmen? Also es ist wirklich extrem spannend. Und das Feedback, was ich bis jetzt immer kriege, ist dann am Ende dieser 2 Tage, die Leute sind auch echt geschlaucht. Also das sind 160 Seiten Buch, die nachher kriegen. Also wir arbeiten 160 Seiten Textmaterial durch. Okay. Und die sagen nachher so, ich hätte nie gedacht, dass wir so weit kommen. Also vom Wissensstand. Die können nachher eine Flasche Entwickler in die Hand nehmen und wissen anhand der Zutaten, die draufstehen, wie der Entwickler wirken wird. Also einfach mal auf die Seite Pixel and Brain gucken. Da stelle ich meistens so mit einer Vorlaufzeit von 2-3 Monaten die neue Workshop-Runde online. Und dann ist das auch alles frisch. Also das soll aktuell und am Puls der Zeit sein. Und ich versuche da so schnell wie möglich immer auf Wünsche zu reagieren. Und deswegen halte ich Link. Hier um 2 Jahre im Voraus. Genau, Link findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ihr kennt das. Und guckt da mal auf jeden Fall vorbei. Das heißt, du ziehst gerade sehr viel durch die Lande, ne? Ja. Sehr schön.
Und was war bis jetzt so deine Lieblingsstation? Also Hamburg war wirklich toll. Da war es so eine sehr kleine Runde, aber die Location war geil. Wir waren direkt in so einem Nobelviertel, direkt 5 Gehminuten von der Alster entfernt. Oh, wie schön. Es war einfach, total. Aber Frankfurt war auch nicht schlecht. Also die Locations leben von den Leuten, die da hinkommen. Und das, was ich da mit den Teilnehmern erleben durfte, das war bis jetzt auf Holz klopfen, ja, immer extrem großartig. Also ich bin nachher immer mit so einem breiten Grinsen nach Hause gefahren. Schön. Nicht nur, weil man irgendwie einen schönen Workshop hatte, sondern weil sich echt was ergeben hat. Auch an Kreativität, an Austausch. Also ist geil. Also, ja. Ganz ehrlich. Schaffst du da auch Kapazitäten für dich, um da wirklich mit der Kamera nochmal loszuziehen, wenn du schon in solchen Städten bist? Ja, es ist ja so, dass die Workshops so bis abends 18, 19 Uhr gehen. Ja. Danach ist es häufig so, dass Leute sagen, ich bleibe auch noch hier, ich fotografiere noch ein bisschen. Okay. Man zieht dann zusammen los. Das ist aber dann völlig freigestellt. Mhm. Frankfurt haben wir das gemacht. Bis jetzt zweimal bei 2 verschiedenen Workshops. Ansonsten, ich versuche dann schon die Zeit zu nutzen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt so, nach den 8 Stunden Dauerlabern... ist man irgendwann durch, ne? Man darf auch nicht vergessen, für dich ist ja alles weit. Also ist ja egal, wo du hin, du bist ja so weit im Norden, dass für dich ist ja wirklich, selbst Hamburg ist ja für dich eine Reise. Ich versuche das auch, weil wir am Samstag mal sehr für meine Verhältnisse früh anfangen, versuche ich mal schon am Vortag anzureisen und erst am Montag wieder abzureisen. Ja. Und baue mir dann ein Prinzip oder versuche das mir so ein Wellness-Wochenende drumherum zu bauen. möglichst langsam dann, dass ich am Freitag schon alles aufbaue und vorbereite, ein bisschen Location-Scouting mache, ein bisschen durch die Gegend gehe und gucke, wo kann man schöne Bilder machen. Und am Montag versuche ich mich nicht hetzen zu lassen und das erstmal sauber auch mit einem Brunch oder sowas ausklingen zu lassen. Also das ist ja Grund für die Veränderung, ist ja die Situation, dass ich vorher anders gearbeitet habe und das nicht mehr möchte. Und von so her versuche ich da schon darauf zu achten, dass das eben nicht nur Gas geben und 8 Stunden Dauergelaber ist, sondern für mich irgendwie ein rundes Erlebnis draus wird. Ja, ich habe tatsächlich mit einem Zuschauer gesprochen, der bei deinem Workshop schon dabei war, in Frankfurt war das, und der war mega begeistert, der hat echt davon geschwärmt, dem hat das richtig Spaß gemacht, und ich finde es total spannend, wie sich so unsere Kanäle alle, oder wie wir uns als Person, und wir drei uns eigentlich quasi verändert haben, so die letzten Jahre, es ist schon sehr, sehr interessant. Dennis und ich, wir hatten festgestellt, dass wir mittlerweile immer mehr auf ernstere Themen auch setzen in Kombination mit der Fotografie. Dennis macht ja da seinen Podcast über Traumbilder. Und wir versuchen beide irgendwie so dieses Achtsamkeitsdinge mit reinzunehmen und so. Du bist da ja auch mit unterwegs, ne? Wir haben uns ja auch schon mal über Achtsamkeit und Fotografie unterhalten. Wie sorgst du dafür? Wir hatten nämlich jetzt gesagt, es gibt diese Begriffe wie Achtsamkeit und Empathie, die einem schon aus dem Hals raushängen mittlerweile, weil sie überall immer fluktuiert erscheinen. Wie schaffst du es, trotzdem noch die Aufmerksamkeit darauf zu bringen? Und weil es ist ja trotzdem ein wichtiges Wort, ne? Und ein wichtiger Begriff, und den man ja ganz gut bei sich auch integrieren kann. Wie schaffst du das, da konzentriert drauf zu sein? Ich habe mir selber erstmal für mein weiteres Leben in der Hinsicht sehr, sehr klare Regeln aufgestellt. Und die beinhalten eben zum Beispiel darauf zu achten, von vornherein die Sachen entsprechend zu gestalten. Ich lege Wert darauf, den Leuten, mit denen ich unterwegs bin, das auch vorzuleben. Also da eine möglichst entspannte Atmosphäre entstehen zu lassen und diese entspannte Atmosphäre gemeinsam dann auch zu genießen oder zu erleben. Das sind weniger Schlagworte, die ich mir, also dieses Wort Achtsamkeit taucht dann tatsächlich wenig auf. Eher
das Achten auf das eigene Wohlfühlen. Ich glaube, das eigene Bauchgefühl sagt einem da schon sehr schnell, wenn man auf dem richtigen Pfad ist und wenn man auf dem falschen Pfad ist. Und dann ist das wichtigste Wort, was dann ins Spiel kommt, einfach konsequent. Also ja. Konsequenz in dem Sinne, dass man, sobald man merkt, dass es nicht gut, ohne, ich sag mal, Rücksicht auf Verluste, dann zu sagen, okay, da schneide ich auch den Faden ab. Das funktioniert so nicht. Würdest du auch sagen, dass oder beobachtest du das auch, dass der Bedarf an solchen Sachen aber immer mehr da ist? Entspannung, Guck dir doch die, ich meine, da reise ich bei dir offene Türen ein, man muss sich die Welt nur angucken. Mir ist das kürzlich wieder aufgefallen, ich habe mit meiner Freundin ein Gespräch über ein ganz anderes Thema gehabt. Tut jetzt auch das Thema nichts zur Sache. Ich bin schon jemand, der versucht, die Welt da draußen irgendwie reflektiert zu betrachten. Und wenn du dann mit jemandem redest und der guckt dich dann mit großen Augen an, weil er die Gedanken so noch gar nicht nachvollzogen hat und das erstmal nicht so leicht zu ihm zu transportieren ist, dann stellst du dir selber die Frage, so, bist du jetzt auch schon einer von diesen Verschwörungstheoretikern? Also der Punkt ist, dieses Maß an Desinformation, dieses Maß an Unklarheit über einen guten, richtigen Weg, das ist so groß, dass der Wunsch nach Orientierung oder der Wunsch nach diesem Schritt zurück, den man von früher von der Schule kennt, geh mal einen Schritt zurück von der Tafel und guck dir den Scheiß, den du da produzierst, mal an. Ja. Das tut ja im wirklichen Leben auch mal ganz gut, wenn man so einen Schritt zurücknimmt und das Ganze mal in der Totale sieht. Das ist ganz klar, je größer dieses auf dich Eingeballer von Information, Desinformation und neue Säule durchs Bild tragen anwächst, umso mehr wächst der Wunsch da, jetzt klingelt es gleich, wächst der Wunsch da, Orientierung zu haben. Mir stehen zwei Damen vor der Tür. Ja, Orientierung ist ja auch so ein Thema. Eigentlich haben wir ja die Orientierung, weil du gerade Desinformation sagst. Die Orientierung liegt ja eigentlich sehr oft auch bei uns, ne? Und du hast gerade das Bauchgefühl angesprochen. Genau das ist das ja eigentlich. Und weiß ich nicht, ich habe sehr oft beobachtet und ich habe da ja auch schon Umfragen in der Community drüber gemacht und das wurde auch bestätigt, dass sehr, sehr viele Menschen die Fotografie auch nutzen, um wieder runterzukommen, um sich aus ihrer Welt, wo es Probleme gibt, rauszuziehen. Das macht einfach jetzt auch für mich gerade, weil es auch sehr aktuell ist, Spaß dann auf diesen Zug mit aufzusprengen und weil ich es ja auch selber nutze und ich glaube, du ja auch, wir haben uns ja auch schon oft unterhalten, so abseits der Öffentlichkeit. Du hast es ja quasi genauso gemacht und musstest dich mit den Themen auseinandersetzen. Ja. Und es funktioniert ja auch. Es funktioniert wirklich sehr gut. Ne? Absolut. Es ist zum einen schafft das objektiv, ne? Deswegen heißt das ja auch so, aus der subjektiven Perspektive so ein bisschen auszubrechen. Ja. Das hilft auf jeden Fall und es ist natürlich der dokumentatorische Aspekt, der dabei eine Rolle spielt. Und ich denke, das macht er gleich in zweifacher Hinsicht. Zum einen suche ich mir mein Motiv bewusst aus und versuche das entsprechend zu framen, zu gestalten. Zum anderen ist immer so im Hinterkopf das Bewusstsein dafür, ich halte diesen Moment jetzt fest, den gucke ich mir nachher nochmal an. Den zeige ich vielleicht auch anderen und damit fange ich an, den anders zu bewerten. So wie wir anders sprechen, wenn wir wissen, da wird die Aufnahmetaste gedrückt. Ja. Das ist einfach so. Das ist eine natürliche Reaktion. Und genauso wie, das Führen eines Tagebuchs helfen kann, selber sich bewusster zu erleben, funktioniert das auch mit der Fotografie. Ja. Ich glaube, in welcher Art und Weise man sich dokumentiert und damit auseinandersetzt, das ist dann egal, aber die Fotografie ist ein tolles Medium dafür. Es gibt ja auch so viele Möglichkeiten, sich eigene Fotoprojekte anzuschaffen und zu gestalten. Was hat sich noch verändert in der ganzen Zeit? Wir haben uns ja zwischendurch immer mal wieder gehört, aber so richtig öffentlich noch nicht. Gibt es irgendwas, was du neu, hast du neue Technik dir angeschafft oder neue Projekte vor dieses Jahr noch? Habe ich mir neue Technik angeschaut. Ich habe da extrem auf die Bremse treten müssen, da ich ja jetzt selbstverantwortlich für meine Einnahmen bin. Es kommt nicht mehr jeden Monat das Geld automatisch reingesprudelt.
Das ist auch doof, ne? Das ist ja das Letzte, was ich tatsächlich gekauft habe. Ich habe es noch nicht mal bezahlt. Ich muss das jetzt noch dieses Wochenende dringend tun. Aber eine wunderschöne kleine... Oh, wie schön. So eine niedliche Kamera. Ach, wie schön. Ja, cool. Und dann natürlich alles, das konnte man ja bis jetzt auf dem Kanal schon sehen, zum Thema Dunkelkammer. Du hast ja eine eingerichtet, ne? Nein, ich habe Equipment gekauft, um eine einzurichten und habe das Badezimmer missbraucht. Ach so. Das heißt, du darfst es nicht dauerhaft als Dunkelkammer benutzen. Genau. Aber es gibt immer die Situation, wo meine Freundin dann mal fürs Wochenende bei ihren Eltern ist oder sonst irgendwo auf Familienaktionen, wo ich ja nicht immer teilnehme. Und dann habe ich halt für 3 Tage die Möglichkeit, das Badezimmer zu verunstalten. Okay. Da habe ich ordentlich aufgerüstet. Muss ich aber auch sagen, dass ich da zum Glück relativ viel aus Altbeständen dann für sehr günstiges Geld kaufen, nicht großartig investieren musste. Machst du auch Abzüge? Ich habe tatsächlich schon ein paar Abzüge, jetzt leider kann ich hier rumliegen, ich habe tatsächlich schon ein paar gemacht, aber das sind so meine ersten kleinen Babyschritte. Ah, okay. Okay. Es wird jetzt, weil ich dann auch versuche, intensiv mich reinzuarbeiten, es wird langsam immer besser. Macht auch viel Spaß, aber es ist kein Meister vom Himmel gefallen. Vielleicht machen wir zu dritt irgendwie nochmal was. Ich hatte schon mit Dennis gesprochen. Vielleicht kriegen wir irgendwie mal was hin. Schön wäre ja mal, wenn wir uns mal tatsächlich live in Farbe mal alle drei zusammensetzen könnten. Ja, natürlich. Das habe ich ja schon vor Jahrzehnten. Ja, es kam immer was dazwischen, Mensch. Ich weiß noch nicht. Also ich glaube, wenn ich das jetzt mal zusammenzähle, dann dürfte ich aber locker derjenige sein, der die meisten persönlichen Einladungen an euch beide. Ich fürchte auch. Ich renne euch ja schon quasi mit dem Grill und dem Steak hinterher. Das ist richtig. Ja, ja. Von mir aus können wir das mal irgendwann tatsächlich da oben bei dir machen. Du fährst ja schon immer nach Cuxhaven oder was? Richtig. Ja, ich muss da mal rüberschippern. Tatsächlich bin ich da in ein paar Wochen wieder. Das Infame ist ja, dass das wirklich, also nach Cuxhaven sind ja keine 30 Kilometer Luftlinie, ne? Ja, Luftlinie. Luftlinie, genau. Luftlinie, aber per Auto ist das... Das ist, Hamburg ist auch keine, ist auch Luftlinie irgendwie nur ein paar Zentimeter. Das ist schon, bei euch da oben ist das alles ein bisschen weiter auseinander. Ja. Vielleicht kriegen wir es mal hin, dass wir irgendwie zu dritt irgendwie was Schönes machen können und dann haben wir unsere Kameras dabei. Ich glaube, da hätten wir alle so ein bisschen Spaß dran und die Zuschauer auch. Ich finde das mal ganz cool. Aber können wir ja mal festhalten, eine deiner ganzen Einladungen werden wir schon annehmen. Irgendwas kriegen wir hin. Und wenn wir uns in der Mitte treffen oder so, du bist doch gerade im Reisefieber. Ja, ich bin nicht nur das, ich lade nicht nur die Leute ständig ein, ich renne ja auch meinen Zuschauern hinterher. Also ich mache das ja nicht ohne Grund in ganz Deutschland, damit die Leute nicht bis nach hier oben kommen müssen. Ja, das ist, weil so weit weg. Dabei ist es so schön bei dir da oben, ne? Es ist so schön. Ja, ich war ja früher auch zentraler, ich komme ja eigentlich aus dem wunderschönen Rheinland, aber... Ja, guck mal, das wäre um die Ecke. Das würden wir hinkriegen. Ja, das ist für Dennis aber nur Audio um die Ecke. Das stimmt, das ist richtig. Also, da ist es nach hier sogar noch näher. Das stimmt. Ja, Dennis ist gerade in meiner Nähe. Du bist auch gerade in meiner Nähe heute, ne? Wir haben ja schon, du hast ja gerade gesagt, Krefeld. Noch nicht, aber gleich. Ja. Aber ist schon gepackt, ja. Sehr schön. Gut. Schön, dass wir mal alle wieder so ein bisschen sprechen konnten. Die Zuschauer haben ein bisschen was gesehen von uns und das ist ganz schön. Wir sind ja Gott sei Dank alle immer irgendwie in Verbindung. Das ist sehr, sehr schön und bleiben das auch in Zukunft. Es wird spannend bleiben, glaube ich. Und ich muss mich jetzt erstmal durch deine ganzen Videos gucken. Ich habe schon zu Dennis gesagt, ich habe kaum YouTube konsumiert und Podcast schon gar nicht. Deswegen, ich bin da gerade gar nicht so wirklich auf dem Laufenden, muss ich gestehen. Ich werde mich da noch durchwursteln und dann YouTube kann man schauen wir mal. Zeit auch nicht konsumieren. Seit irgendwie 2 Wochen funktioniert dieser Zeitenfilter nicht mehr. Also es ist im Augenblick ein Trauerspiel. Zeitenfilter? Ja, du kannst ja sonst die Videos der letzten Woche dir anzeigen lassen. Oder so. Das stimmt. Ja, das ist richtig. Ja. Und das geht gar nicht? Okay.
Seit diesem Church-Dings da, Massaker. Achso, okay. Ja, mir werden bei YouTube sehr merkwürdige Sachen immer angezeigt, wo ich mich immer frage, warum wird mir das gerade angezeigt? Und Sachen, die ich gerne sehen möchte, werden mir nicht angezeigt. Das alte YouTube-Problem, das ist halt mittlerweile so, ne? Das ist, wird nicht besser irgendwie. Wird nicht besser. Nee. Ich wünsche dir viel Spaß bei deinen ganzen Workshops, Danke. Die jetzt noch kommen, bei deinen Planungen, die du machst und allem drum und dran. Ich halte dich im Blick und wir werden uns hoffentlich bald wieder hören und sehen. Und schön, dass du dir Zeit genommen hast vor deiner Abreise. Gerne. Mach's gut. Tschüss. Das war mal wieder ein richtig schönes Gespräch mit dem Kollegen. Herzlichen Dank an der Stelle, aber auch an beide Kollegen, denn das Ganze ist sehr kurzfristig entstanden und schön, dass ihr euch da Zeit freigeschaufelt habt und dass wir das hinbekommen haben, sowohl der eine im Hotelzimmer als auch der andere mal eben schnell kurz vor der Abreise. Herzlichen Dank an der Stelle. Und damit ist, glaube ich, jetzt tatsächlich langsam die Lumtro-Saison mehr als eröffnet. Wir sind ja schon voll dabei, ne? Und da kommen noch ein paar Sachen. Also, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann schaut bei den beiden anderen Kollegen vorbei. Drückt hier bitte unbedingt den Abo-Knopf und die Klingel, damit ihr benachrichtigt werdet, sobald es hier etwas Neues gibt. Und ja, bis dahin, passt bitte auf euch auf, damit wir uns alle gesund wiedersehen. Und seid bis dahin herrlich unperfekt. Ich bin raus. Bis dahin. Ciao.